Was könnte das sein? Kritzelei? Levelaufstieg. Franz hat Level 3 der Fähigkeit Gemälde erreicht. Oha. Ein Haus, wo es regnet. Ein Sammler verkaufen. Na gut, was kommt raus? 137 Simoleons. Yeah. Noch ein Was ist ein Pop-Art-Gemälde? Was ist ein großes Pop-Art-Gemälde? Alter. Jetzt hat er sich aber selbst übertroffen. Ganz ehrlich. Jetzt hat er sich richtig selbst übertroffen. Okay. Name. Ohne Titel, genau. Wie nenne ich das Bild? Krickelkrake. Krickelkrake. Yeah, das Bild heißt Krickelkrake. Und kostet auch nur 150. So, das hänge ich mir jetzt auf. Nicht da oben. Wo soll denn? Auch nicht da hinten. Genau, so, da hängt das Bild Krickelkrake. Hersteller von Franz Ölle. Ah, jetzt habe ich so ein Bild da drauf. Okay. Gut. Du gehst heute wieder arbeiten, mein Freund. Das ist ganz toll. Jetzt setzt er sich noch hin. Was will er denn jetzt lesen? Ein Buch oder was? Ich glaube, es ist hart. Yeah. Bedürfnisse. Hat er Hunger? Wir gehen nochmal auf Toilette. Mit einem Buch in der Hand. Mensch, das ist ja... Da haben die Sims-Macher sich richtig was einfallen lassen. Stille bald. Oh Gott. Das war... Cerealien, genau. Was könnte das wohl sein? Genau, Müsli. Buntes Müsli. Wie gut die schmecken. So, jetzt gehen wir zur Arbeit, mein Freund. Du kommst jetzt schon spät. Franz ist zur Arbeit. So, jetzt können wir uns wieder entspannt zurücklegen. Denn jetzt wird die Uhrzeit richtig schnell wieder vorbeigehen. Man sieht das auch, oh, der Baum. Aber wir müssen das hier vorne auch noch ein bisschen. Wollen wir. Genau, wir machen eine Überraschung. Wenn er wieder da ist, dann machen wir. Ja. Dann machen wir eine Überraschung. Eine Überraschungsparty. Wenn wir ihm einen Baum schenken? Genau, weißt du, was uns fehlt? Eigentlich noch ein Dach. Uns fehlt ja komplett das Dach. Geht aber gar nicht. Piu. Piu. Und weiter geht's. So. Gehen wir mal jetzt wieder runter. So. Sieht irgendwie so das Haus komisch aus. Auf jeden Fall nicht aus wie ein Haus, würde ich sagen. Ja. Ja, ja. Geh mal weiter höher hier. Ich kann nicht. Warum geht das, ne? Achso. Deswegen. Schwarz sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, so passt es. Guck mal, kann man noch einen Gartenzaun machen? Ach, ist das hübsch. So ein kleines Gärtchen davor, so. So, dann kriegt er hier noch... Haben wir denn da irgendwas Steinmäßiges oder so? Ja, das passt. Oh, es ist aber groß. Kriegen wir das auch wieder normal hin? Nee, jetzt echt. Ich wollte nur so ein bisschen haben hier. Nur so ein bisschen, so.
So passt schon. In Ordnung. Jetzt sind da noch kleine Blumen da vorne hin. Büsch. Was ist das, Alter? Grünes, was? Grünes, grünes Gras. Das hätte ich mir jetzt aber echt denken können, dass es grünes, grünes Gras ist. Ja, der ist auch wieder da. Das ist schön. So, wir setzen hier einen Stein und da einen Stein hin. So. Ein Stein. So. Machen wir einen schönen Garten mal hin. So. Aber auch andere. Hm? Scheint wohl nicht so, oder? Treppe bauen. Nee, Treppe bauen will ich nicht. Hier geht's gar nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Das ist so viereckig irgendwie. Das ist alles so viereckig. Ja. Ja, genau. Wir machen... Ja, genau. Machen wir das weg. Wir setzen hier so einen schönen Busch hin. So, da. Dann machen wir doch grünes, grünes Gras noch davor. Das passt alles nicht. Also, das Problem ist, es sieht alles so clean aus. Deswegen habe ich damit so übelstes Problem jetzt. Haben wir auch für draußen überhaupt eine Lampe? Oh, kann ich das doch nicht hinsetzen, weil die Blume da am Weg ist. Oh. Ach guck mal, es gibt auch für draußen Lampen. Wusste ich gar nicht. Ja, genau, so eine Lampe. Genau. Er ist erstmal so ein Freund zu einer Altbacken. Genau so. Ja, man muss es erstmal üben, dieses kleine filigrane etwas. So, jetzt geht's wieder weiter. Ach ja. Ich hoffe, es gefällt Ihnen die neue Wohnung, wenn er wieder da ist. Ich bin also schon. Auf Franz wurde befördert. Er geht gleich vorbei und guckt sich gar nicht an. So, du gehst jetzt nach draußen und guckst dir das an jetzt hier. Guck mal. Lampe. Busch. Ist das nicht toll? Oh. So. Na dann. Bedürfnisse. Er hat schon wieder Hunger. Weil du musst erstmal aufräumen. Bevor du was isst, aufräumen. Ja, er lacht sich erstmal ins Fäustchen. Gartensalat. Schnippel, schnippel, schnippel. Was muss ich denn eigentlich machen? Zweimal Kunstreferenzen erfolgreich durchforsten. Wo kriege ich Kunstreferenzen her? Ja, es hat ihn schon mal geschmeckt. Auf jeden Fall. Dann machen wir noch ein Pop-Art-Gemälde hier. Meilenstein erreicht. Okay. Oh. Ah, okay. Es ist schon kein Krickelkrackel mehr. Das finde ich auch positiv. Und er hat gleich die nächste Stufe erreicht. Level 4. Oh Gott. Eine Eule. Er hat eine Eule gemalt und wie teuer ist die? Ja, 107 Simoleons. Ein realistisches Gemälde. Ein abstraktes Gemälde. Jetzt will ich mal ein abstraktes Gemälde sehen. Bin ich mal gespannt. Introvertiert. Oh Gott. Introvertiert. So. Einen Sim 24 Stunden keinerlei soziale Aktion ausführen. Asoziale Aktion. Ich krieg ja einen Föhn hier. So, geh mal Pipi machen. So, jetzt ist er fertig. Wie viel kann ich das verkaufen? Ja, 180. Für so ein bisschen. Theoretisch könnte ich da auch mich selbst dann hinstellen und könnte auch so, oh, so, jetzt mache ich mal ein bisschen abstrakte Kunst. Jetzt gehen wir wieder schlafen.
Und er ist fertig. Er hat schon wieder Hunger. Jetzt. Dann lassen wir ihn mal frühstücken. Eier und Toast. Also schon wieder Eier und Toast. Jetzt verfeinert das ein bisschen. Jo, jetzt hat er Kuchen. Ach, Kuchen kochen hat er schon auf Level 3. Genau, so. Jetzt esst er. Genau, esst. Njam, njam, njam. Er ist aber auch richtig fröhlich beim Essen, ja. Er freut sich richtig, wenn er in dieses Toast mit Ei reinbeißt. Ja, 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 ja. Oh, ich grinse mal wieder. Voll beknackt, aber egal. In die nächste Runde und damit freuen wir uns alle. So, schicken wir ihn nochmal auf Arbeit oder... Keine Ahnung. Er hat nun mal einen... Jetzt kommt, was kommt jetzt? Ist schon mal ein Mann. Neben ist eine Frau. Wow, das Bild sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und wir haben 233 Siemens dafür gekriegt. Alter Schwede. Können wir uns mal einen kleinen Anbau leisten irgendwann? Guck mal hier, wie sie langlaufen hier. Die scheint richtig selbstbewusst zu sein, die Oma. Wie heißt sie denn? Selena Lamberts. Und wen haben wir hier? Kevin Braun. Und wen haben wir hier? Lena Meyer. Landrut? Nee. Okay. Wen haben wir hier vorne? Hey, du siehst irgendwie gut aus. Bleib mal stehen, ey. Das ist Fabio Meyer. Und wen haben wir hier? Maurice Schwarz. Nee. Ja doch, Schwarz. Lovo, Galathoi. Hey, guck mal. Ey, ja, das ist ein Selbstbewusstsein. Shabini Jabit. Ja, der auch einen Blick drauf war. Die will ich mal ansprechen, freundlich vorstellen. Hey, Püppchen. Na, was geht? Oh, ja, mit Kaffee nah. So. Sehr gut. Ich hätte schon gedacht. Kumba. Kumba. Ah, Smedja Bafe. Jebadu. Orphan. Kabura. Die ist richtig. Also er lernt. Ich hab echt gedacht, er läuft mit Kaffee da durch die Gegend. Ja, ey! Kameraführung. Die ist mir nicht ganz so frisch. Ja, jetzt. Oh Gott. Er hat schlechte Laune. Warum muss ich? Ja, okay. Also sie mag Wasser, okay. Larkim. Ja. Pumba Mo. Gumbatuni. Was ist jetzt? Oh. Wow. Was ist das? Haben die alle von so großen Vorbeuten? Ach, du Schande. Ist ja noch besser als die andere. Sie geht schon mal wieder weiter. Finoi Cho. Flows it. Ah, Bepson Nicole. Nach Techfarm. Warum ist er jetzt weg? Ach, er muss arbeiten. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Ich hab mit der Oma mich total verquatscht, ja. Er fühlt sich okay, das ist toll. Was passiert jetzt? Warum macht er jetzt langsam? Oh, gut, ne? Ja. Zwei Kunstreferenzen erfolgreich durchforsten, ja. Jemanden umarmen, weil er glücklich ist. Dann können wir gleich den Erstbesten nehmen. Halt, hier, stopp. Halt, Pizzamann, bleib mal stehen. So. Genau, das, oh, ich wollte dich gerade umarmen. Was ist denn überhaupt für ein Typ? Hey, Miyudo. Abrosidoka. Bisigfluhain. Rabatsi Yibo. Snebara. Ibna. Ist das nicht... Da! Hey, Nancy! Gobi? Nobi Lurba. Kaba Dizi Inja. Oh. Oh.
Genau, red mit ihr. Levitate, the Miskos. Eine lustige Geschichte erzählen. Genau. Hey, hey, hey. Bleib bitte da, bleib bitte da. Ich hoffe, du bleibst da. Du bleibst da. Ich will dich heiraten. Das steht jetzt schon fest. Hey! Sibuna Torbo Farbe. Flazzle Pelka. Guck mal, auf jeden Fall, das finde ich auch schon cool, dass sie untereinander mit einem Gespräch spielen können. Nein. Halt! Oh, muss sie jetzt schon weggehen. Ja, Norfa. Das ist so ein richtiger Männerabend. Habt ihr die Alte gerade gesehen? Ja, nein. Oh, was für ein Hinterbau. Yeah, genau. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt das Beste. Ja, hahaha. Ja, pass auf. Jetzt. Riesengroße. Ja, yeah, ihr wisst schon. Ah, ja, ich verstehe. Fabo Sabe? Harvini. Typisch, also typisch sind die Männergespräche. Trafa, Merkid Tibinahu, Funiada. Oh Gott, über was haben sie? Jetzt ruft er seine. Oh Gott. Okay, wir gehen mal wieder ins Haus. Ja, und damit war's schon mit dieser Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet bei The Sims 4. Ihr könnt natürlich auch bei den anderen Projekten reinschauen, wie zum Beispiel Minecraft oder AirMac oder DayZ. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr natürlich einen Kommentar hinterlässt. Und ich würde euch auch empfehlen zu abonnieren, denn ich weiß nicht, was noch so kommt. Viele, viele Spiele auf jeden Fall und viele mehr Projekte, die auf jeden Fall noch kommen werden und folgen und so weiter. Schaut euch ein bisschen was an bei meinem Kanal, zappt einfach mal durch und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschalten würdet. Also, bleibt dran. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.